Mit richtig viel Kraft und Schweiß habe ich dann den Baum wieder in seine Position zurückgehoben. Ich meine natürlich, mit dem kleinen Finger habe ich den Baum zurückgehoben, denn ich bin ja ein richtiger Mann. Mit dem kleinen Finger. Und das mit links als Rechtshänder. Eine geile Maulbeere. 5 Jahre Arbeit, wenn die jetzt drauf geht, Alter. Ich war vorsichtig, weil sonst könnte ich ja dieses Video hier nicht drehen. Oder ich komme vielleicht aus der Zukunft, bin dann in die Vergangenheit gereist, habe dann vorproduziert und liege gerade im Krankenhaus. Es ist sehr wichtig, den richtigen Löschzeitpunkt zu erwischen. Falls du fermentierten Urin hast, dann kannst du gleich den nutzen, damit sich die Kohle schon mal ein bisschen mit Nährstoffen aufladen kann. Und ich wiederhole, die Aasfresser werden kein Interesse haben. Ich, der Rattenfänger, bleibe von Ratten verschont. Ein Glück. Wer will denn schon über den Tisch gezogen werden? Außer du kaufst diese Bokashi-Eimer. Dann könnte es schon ein Indiz sein. Dann noch eine intergalaktische Botschaft an den Hobbygärtner Instagram. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Ihr müsst halt einfach nur kräftige Pflanzen großziehen. So schwer kann das nicht sein. Der Wind peitscht durch. Meine Friese fliegt da auch durch den Wind. Schaut nicht ganz so gut aus. Deswegen heute wieder mit der Cap. Halsbrecherisch bin ich wieder unterwegs. Und falls ich sterben sollte, ich hatte ein erfülltes Leben. Vielleicht nicht von jedem die Vorstellung eines perfekten Lebens. Aber nun gut, was will man machen? Ich bereue nichts. Ist schon passiert. Jedenfalls im letzten Gartenvideo habe ich euch erzählt, dass ein Baum bei mir im Schrebergarten umgefallen ist. Aufgrund auch von so einem bisschen stärkeren Wind, einem Gewitter. Und dabei ist mir auch der Eulennistkasten zerdeppert. Kann mal passieren. Den haben wir ja dann letztes Mal wieder aufgebaut. Und der soll auch wieder zurück an seinen Platz. Natürlich geht es nicht mehr an den gleichen Platz, weil der Baum ist ja weg. Deswegen habe ich mir einen neuen Baum gesucht. Und an der Stelle, wo der Nistkasten auch gute 4 Meter hoch hängen kann. An dem Tag war ich leider allein unterwegs. Mein Vater musste arbeiten. Von daher, am besten, ihr holt euch da jemanden bei einer Leiter. Wenn man die dann komplett so aufstellt in den Höhen, kann es ein bisschen wackelig werden. Hatte ich teilweise auch ein bisschen Schiss. Habe dann geschaut, dass das alles auf soliden Fundamenten steht, damit ich da wirklich nicht runterfalle, sonst sich ein paar Leute holen, so eine Gemeinschaftsaktion machen, mindestens einer, dann in die Leiter gut fixiert, dass du nicht runterfällst. Ich war vorsichtig, weil sonst könnte ich ja dieses Video hier nicht drehen. Oder ich komme vielleicht aus der Zukunft, bin dann in die Vergangenheit gereist, habe dann vorproduziert und liege gerade im Krankenhaus. Ohne Freunde unterwegs, was für ein trauriges Leben. Mit dem Akkuschrauber habe ich dann erstmal die Schraube reingebohrt und dann den Nistkasten aufgehängt. War dann ziemlich vorsichtig. Auch dank an dem Kommentar, der seine Erfahrung da reingeschrieben hat. Und zwar, dass halt ein Nistkasten auch längere Monate bis auch Jahre hinweg ungenutzt bleiben kann, bis sich dann erstmal dann neue Eulen einfinden. Also Geduld ist eine Tugend. Bis dahin kann man schöne Zeiten am Lagerfeuer verbringen. Wieder Besuch meiner Mutter. Unbedingt über ein Lagerfeuer ihr Essen kochen. Okay, hab nichts dagegen. Sollen sie dort ihren Fisch kochen, rege ich mich gar nicht mehr auf als Veganer. Sollen sie machen. Dafür kommt ich dafür meine schöne Pflanzenkohle. Für das Kochen hatten sie einen speziellen Gusstopf und ich glaube, der ist sehr weit verbreitet bei Menschen der ehemaligen Ostblockstaaten. Meine Eltern hatten auch so einen Topf, die nutzen den aber nicht mehr. Das einzige wirkliche Problem, was ich hatte, war nicht, dass sie Fleisch gegessen haben oder gekocht, sondern der ganze Qualm, der mir in den Augen gestochen hat. Boah, das war übel. Und nicht nur in den Augen, sondern auch in den Lungen. Das halte ich gar nicht aus. Mann, bin ich da empfindlich geworden durch meine pflanzliche Rohkost. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Nachdem sie den selbstgefangenen Fisch gekocht haben, ein Teil blieb übrig. Der war dann über eine Woche im Kühlschrank. Und das Gemüffel, weil es keiner gegessen hat, durfte ich dann im Bokashi entsorgen. Ich. Natürlich. Als Dank bekam ich ja nicht nur diese müffelnde Suppe, sondern auch die Knochen. Die kamen dann auch in den Bokashi rein. Auch wieder eine schöne Regel gebrochen. Die Pflanzenkohle. Allerdings wusste mein Vater nicht ganz genau, wie man Pflanzenkohle macht. Er dachte dabei an Asche. Das sind zwei unterschiedliche Prozedere. Um Asche zu bekommen, muss man das ganze Holz runterbrennen lassen. Bei der Pflanzenkohle wollen wir das nicht machen. Das ist ja ein Pyrolyseverfahren. Wir wollen ja nur das Lignin und das Lignin, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und das Wasser verdunsten lassen, damit halt nur noch der Kohlenstoff übrig bleibt, damit halt hier die schöne Struktur bestehen bleibt und auch dieser Schwammeffekt dann entsteht. Da haben wir einen schwarzen SpongeBob, der die Mikroorganismen aufsaugt und die Nährstoffe gleich mit.
Es ist sehr wichtig, den richtigen Löschzeitpunkt zu erwischen. Falls du fermentierten Urin hast, dann kannst du gleich den nutzen, damit sich die Kohle schon mal ein bisschen mit Nährstoffen aufladen kann. Falls du den nicht zur Verfügung hast, nimmst du halt ein ganz normales Wasser. Die Kohle ist dann aber nicht aktiviert. Die musst du dann erstmal noch aktivieren. Das bedeutet dann entweder in den Kompost reintun oder auch in den Bokashi, was ich mache, damit sie halt nicht die Mikroorganismen und die Nährstoffe erstmal vom Boden rausziehen und den Pflanzen dann verwehren. Dann wachsen sie am Anfang schlechter. Stichwort Bokashi ist sehr wichtig. Das Video von letzter Woche unbedingt anschauen, wegen den Bokashi-Eimern, die du richtig kostengünstig bekommen kannst. Musst dich unbedingt die teuren Eimer kaufen. Geht alles besser und effektiver und effizienter. Bist du so deppert oder stößt du nur so? Und für die Frauen da draußen, weil sich da auch einige beschwert haben, diese Gastro-Eimer, die haben so ungefähr 10 Kilo Fassungsvermögen, die sind nicht so schwer. Die konnte ich damals auch tragen, wo ich nur so 45, 50 Kilo gewogen habe. Und die Deckel gehen auch einfach auf. Und falls du die auch nicht haben möchtest, du kannst auch gerne die ganz normalen Bokashi-Eimer kaufen. Da hindert dich keiner dran. Kann man kaufen. Ist nicht schlimm oder so. Wenn du es möchtest, tu es. Egal für welchen Bokashi-Eimer du dich entscheidest, du kannst mit allen die Regeln brechen. Und zwar damit gekochtes Fleisch oder auch Knochen fermentieren. Du tust es halt vorverarbeiten. So im Bokashi-Eimer schichtest du ja deine ganzen Küchenreste. Tust dann Pflanzenkohle immer ein bisschen mit reinmischen. Und dann zum Schluss die effektiven Mikroorganismen eingeben. Und dann das Ganze luftdicht verschließen, damit dann hier innerhalb von 6 Wochen ein Fermentationsprozess stattfindet und dann die gekochten, die Knochen, das Fleisch dann vorverarbeitet werden, damit halt solche Aasfresser wie zum Beispiel Ratten kein Interesse mehr dran haben. Und bei mir kommen sie auch noch nicht, seitdem ich den Bokashi hier seit 5 bis 6 Jahren hier einarbeite. Keine Probleme. Die Mikroben werden einen Bokashi lieben und alles ziemlich schnell umsetzen. Und ich wiederhole, die Aasfresser werden kein Interesse haben. Ich, der Rattenfänger, bleibe von Ratten verschont. Ein Glück. Wer will denn schon über den Tisch gezogen werden? Außer du kaufst diese Bokashi-Eimer. Dann könnte es schon ein Indiz sein. Dann noch eine intergalaktische Botschaft an den Hobbygärtner Instagram. Wenn du dich schon für einen Bokashi begeisterst und auch deine Tipps und Tricks geben möchtest, alles kein Problem, aber eine Mülltonne einfach zu nutzen, da unten ein Gitter reinzulegen, macht das jetzt nicht zu einem Bokashi-Eimer. Das macht es höchstens zu einer Wurmkiste, dafür kannst du es vielleicht nutzen, aber denn diese Biotonne, die kannst du nicht luftdicht verschließen, das wird dann kein Fermentationsprozess und das kann dann im schlimmsten Fall anfangen zu schimmeln. Also Wurmkiste ja, wenn du da immer wieder ein bisschen Erde mit reinschichtest und die Würmer reinbringst, okay. Aber am Bokashi-Eimer brauchst du luftdicht verschließbar. So funktioniert das mit der Fermentation. Und da kannst du dann Spanndeckel nutzen, also so riesige Fässer, so 60 Liter oder auch 200 Liter Ölfässer, wenn du es wirklich in XXL-Format haben möchtest. Kleiner Tipp von mir, bitte nicht böse auffassen, die Kritik. Okay, alles klar. Dann geht es weiter mit kostenlosen, super duper, mega natürlichen Dünger. Hier werden weiterhin Astrückschnitte und auch Grasschnitte zugebracht von Nachbarn oder von Leuten, die dann auf eBay Kleinanzeigen auf mich aufmerksam werden. Danke dafür. Schöner organisches Material. Und die Leute können dann zu jeder Zeit zu mir kommen. Ist auch was Feines. Und nette Gespräche kommen dann auch manchmal. Aber so habe ich meinen kostenlosen Mulch, wo ich meinen Boden bedecken kann, wo das Bodenleben dann stetig dann Humus aufbauen kann und das Wasser auch besser gespeichert wird. Das Aufwendige dabei ist halt einfach nur, das mit dem Häcksler ist halt ein etwas preiswerteres Modell. Da dauert es ein bisschen länger, das durchzuhäckseln, ist auch ein bisschen gröber und manchmal wird es auch etwas sportlich. Nun ja, vielleicht kommt dann irgendwann mal eine teure Version. Mal schauen. Dafür müsst ihr halt nur etwas mehr Kohle her. Also entweder ihr habt Interesse zu spenden, da bin ich sehr dankbar dafür, oder ich muss einfach noch mehr Gas geben und die Videos besser machen. Wenigstens ein gutes Training in der Sonne, um Vitamin D zu produzieren. Und mein Vater war auch mit dabei, um mir zu helfen. Den werdet ihr aber auch nicht sehen, weil er es nicht möchte, aber ihr könnt mal raten, wer es ist. Sondern Manuel Neuer. Wenn du auch sowas lustig Absurdes haben möchtest, dann schau doch mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link zum Merch von der Webseite, wo du dann bekommen kannst, auf GetShirt. Noch andere Motive. Und wenn euch das Ganze interessiert und gefällt und dann noch mehr Verkäufe dazukommen, werden natürlich auch noch weitere Motive kommen. Und andere Sprüche. Ich habe schon sogar noch einen anderen lustigen parat. Da fehlen aber die Plätze dafür. Der Samenspender. Trotz diesem einwöchigen Unfall von Gott mit dem vielen Regen und der kühlen Temperaturen geht es meinen Pflanzen eigentlich ziemlich gut sogar.
Also die Tomaten haben überhaupt keine Braunfäule bekommen, was ich sehr respektabel finde und ziemlich gut auch, weil bei anderen ging es ziemlich schnell. Produzieren jetzt noch weiter schöne Tomaten. Gurken haben jetzt auch noch einigermaßen überlebt, die haben jetzt nicht so Mehltau bekommen. Die Kürbisse sind da draußen komplett verreckt. Da hat der Mehltau die erwischt, da habe ich jetzt auch alle abgeerntet. Und diese Kürbisernte, oh, die war dieses Jahr richtig gut. Also da konnte ich einiges ernten. Gethokonose, eine wunderbare Kürbissorte. 850 Jahre alte Sorte, ziemlich wuchsstark, Resistenz, sehr ertragreich. Konnte dieses Jahr so circa 50 bis 60 Kilo ernten. Geil. Leichter Melonengeschmack, ist ein Winterkürbis, kann ich nur empfehlen. Und wie beim letzten Gartenrundgang, wieder eine klassische Regel gebrochen. Auch die mehltauverseuchten Pflanzenreste von den Kürbissen, die landen wieder halt bei mir im Beet. Möchte den Nährstoffkreislauf schließen und wenn die Pflanzen gesund sind, wenn der Boden gut ist, dann ist das scheißegal, dann werfe ich das nicht in den Restmüll. Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Die 5, 6 Jahre. Kann mich nicht beschweren. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Ihr müsst halt einfach nur kräftige Pflanzen großziehen. So schwer kann das nicht sein. Neben den Gethokonosen habe ich dann auch unerwartete Ernte gehabt, nämlich Ofenkürbisse. Die hat mein Lehrer die Pflanzen ausgestellt. Eigentlich ausgeschrieben als Zucchini, weil ich wollte Zucchinis haben. Und am Ende waren es dann Kürbisse und habe ich diese Ofenkürbisse bekommen. Ja gut, haben meine Kunden mehr was davon, weil ich esse die nicht. Und die werden auch an einem Stand am Straßenrändern verkauft. Also müssen auch schon einigermaßen bekannt sein. Also ich werde die schon irgendwie los. Das Beste draus machen. Was ich auch nicht esse und auch teilweise ein bisschen bereue, die Pflanze reingesetzt zu haben, ist die Goji-Beeren, weil die Früchte halt erstens ziemlich mühselig sind zu pflücken und unglaublich sauer, also wirklich unglaublich sauer. Die muss man ja irgendwie verarbeiten, trocknen oder sonst irgendwas mit denen machen, irgendwie in den Joghurt reingeben, in einem Müsli, in einem Smoothie, in einen Saft oder mit irgendwas mischen, damit man diesen sauren Geschmack da nicht schmeckt. Fürchterlich, die kannst du roh gar nicht so essen. Da sind meine Geschmacksnerven viel zu empfindlich. Ein grünen Smoothie mit ein paar Bananen und Goji-Beeren reinklatschen, es läuft. Die sollen ja auch angeblich so gesund sein aufgrund der Nährwerte und den positiven Gesundheitseigenschaften. Leute erzählen halt viel, wenn der Tag lang ist. Aber ich krieg die nicht runter. Und was die Leute alles für gesund bezeichnen, nun ja, gibt auch welche, die kippen sich Bleiche rein. Ist ziemlich weit verbreitet. Da bleibe ich doch lieber bei natürlichen Sachen, die auch wirklich gesund sind, wie zum Beispiel meine Tomaten, meine Paprika und auch die Gurken. Die schmecken schmackhaft. Kunden haben auch schon letztens wieder zu mir gesagt, dass meine Tomaten wirklich einzigartig sind. Unvergleichbar dieser Geschmack, findest du nirgendwo. Ich gebe mir auch da sehr viel Mühe. Einerseits muss man ein bisschen mit dem Gießverhalten schauen, dass man nicht zu viel gießt, weil sonst schmecken sie wässrig. Ich möchte schauen, dass sie halt ein bisschen süßlicher schmecken. Deswegen bin ich auch etwas sparsamer mit dem Gießen. Natürlich schaue ich auch, dass der Boden immer bedeckt ist, dass er deshalb auch nährstoffreich ist. Und weil ich sie halt nicht so großzügig gieße, sind natürlich auch die Früchte ein bisschen kleiner. Und wenn man halt dann die abwiegt, verdient man halt ein bisschen weniger. Ne? Muss man Prioritäten setzen. Qualität statt Quantität. Nichtsdestotrotz geht auch leider jetzt schon die Hauptsaison langsam zu Ende. Tomaten tragen gut. Ich kann jeden Tag noch einiges ernten, Gurken genauso. Aber man merkt schon, es geht schon langsam Richtung Ende hinzu. Und natürlich auch dementsprechend vorbereiten. Das heißt, neue Aussaaten tätigen. Zum Beispiel nochmal einen Grünkohl ausgesät. Nochmal einen Barbecue-Salat, einen Wintertreibhaussalat, einen Winterkopfsalat, einen sibirischen Blattkohl und Rosenkohl. Wenn ich dann den Tunnel komplett platt mache von den Tomaten. Warum haben wir hier kein tropisches Klima in Deutschland, dass man ganzjährig Tomaten anbauen kann? Und nicht nur Tomaten, dann auch Mangos, Papayas, Cherrymoyas, Durian, Feigen, richtig geile Feigen oder deutsche Oliven. Da könnte man so viel geile Sachen machen. Weil es im Winter auch nicht so kalt. Naja, Leben ist halt kein Wunschkonzert. Von daher, wenn der Tunnel platt gemacht wird, dann kommen dann die rund 400 Pflanzen in den Tunnel rein. Einen kleinen Teil konnte ich schon bereits ins Gewächshaus reinsetzen. Da habe ich ein kleines Aufräummassaker veranstaltet. Die Paprikas und Auberginen waren schon an mir am Ende. Hat sich nicht mehr gelohnt, einfach rausgerissen, damit da die nächsten Endivien-Salate reinkommen, damit man fortlaufend ernten kann. Wie eine gute Ernte das Maximale aus dieser Fläche rausholt. Effizient lohnt sich halt ein bisschen mehr. Meine Meinung. Weitere Direktaussaaten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Samenschleuder. Feldsalat ein bisschen im Garten rumgespielt, einfach in die Beete so zwischen reingeschmissen, auch in die Hochbeete, auch in den Folientunnel, eigentlich überall. Dass halt, wenn dann der Salat abgeerntet ist oder der Grünkohl wächst, dass ich einen schönen Bodendecker mit Feldsalat habe, damit ich unten den Feldsalat habe, oben den Grünkohl und dann wieder
ein bisschen mehr aus der Fläche rausholen kann. Und der Feldsalat bleibt ja bestehen und der Salat geht ja irgendwann kaputt, wenn meine Schneedecke drüber geht und ich ernte ihn nicht draußen, dann ist der Salat verschimmelt. Man kann Pflanzen per Samen weiter kultivieren oder per Stecklings- und Triebvermehrung, habe ich bei meiner Himbeere gemacht, weil die jetzt von außen, weil wir haben ja neben dem Tunnel die Himbeere reingesetzt, eine schöne Hybridsorte, konnte ich ordentlich ernten. Kann ich jedem empfehlen, auch mal sowas zu machen. Trägt im Frühjahr und auch im Herbst, aber die ist halt im Tunnel reingewachsen, weil sie so nah ist. Mein Vater dachte, passiert schon nicht, weil man da ja genug Mist und Nährstoffe gibt. Ja, nee, ist klar. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Kann man nicht jetzt regelmäßig Triebe rausgraben, die umtopfen und neue Pflanzen züchten. Die werde ich dann auch verkaufen. Keine Sorge, ich glaube, ich habe jetzt schon auch Pflanzen. Schreibt mich gerne per E-Mail an, wenn ihr Pflanzen haben wollt. Oder eine Anfrage oder sowas, dann schreibe ich schon mal eine ganze Liste. Überreife Aubergine erkennt es auch daran, dass wir dann so goldig, gelb und braun werden. Konnte ich schon zwangsweise ernten. Eine war schon verschimmelt und die hat schon richtig stark gestunken. Das war keine schöne Arbeit, da die Samen zu entnehmen. Ist die Sorte Black Beauty, eine sehr ertragreiche und gute Sorte, wie ich finde. Findet ihr auch zum Beispiel auf meiner Saatgutliste, genauso wie den Kürbis, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Neben den Auberginen, Kürbissen sind noch Gurken dabei, die 20 verschiedenen Melonensorten oder auch die 50 verschiedenen Tomatensorten. Und Kräuter und Salate, Kohl, alles mit dabei. Weil ich des Öfteren auch gefragt werde, was tue ich denn in mein Sauerkraut rein? Sind meine effektiven Mikroorganismen, diese komische Flüssigkeit, werden halt für die Fermentation genutzt. Und die kann ich ganz einfach selber herstellen. Nimmst halt Brottrunk oder Sauerkrautsaft. Du kannst ja auch eine Stammlösung kaufen für, ich glaube, 30 Euro oder so. Kann man machen, muss man aber nicht. Nimmt halt einfach ein Lebensmittel, echt lebensmittelgeeigneten Kanister, füllt da die Mikroorganismen rein, gut einen halben bis einen Liter. Tut dann da ungefähr einen Liter Melasse rein, oder ich glaube 500 Gramm reichen auch schon, und füllt das Ganze mit Wasser auf und lässt das ungefähr für 6 Wochen fermentieren bei gut 20 bis 25 Grad. So habt ihr eure Mikroorganismen vermehrt. Da habt ihr dann auch einen guten Dünger für euren Garten. Da müsst ihr auch nicht unbedingt Brennnesseljauche ansetzen. Habt ihr auch was für euren Bokashi-Eimer, für euer Sauerkraut. Damit könnt ihr sogar putzen. Wirklich eine Allrounder-Waffe im Haushalt. Also kann man wirklich für viele Sachen nutzen. Du kannst auch damit zum Beispiel deinen Kompost aktivieren. Wir haben jetzt unseren Kompost gerne. Die ganzen Kürbisse, die sind jetzt draußen. Die haben keine Blätter mehr, einfach alles abgeerntet. Haben sie jetzt durchgesiebt. Eine schöne, fluffige, krümelige Erde daraus bekommen. Die ganzen groben Holzstücke und Pflanzenteile kommen dann in den nächsten Kompost wieder mit rein. Und haben dann gleich wieder einen neuen angesetzt, wo wir unseren Bokashi reingeworfen haben. Bisschen Karton auch, der übrig geblieben ist, die ganzen Holzreste, gehäckselte, was wir hatten, mit frischem grünen Laub, einfach eine schöne Mischung und einen neuen Kompost angesetzt. Haben wir dann wieder eine schöne, geile Erde fürs nächste Jahr, für die Voranzucht. Da breche ich schon wieder eine Regel, man soll ja keine eigene Komposterde für die Voranzucht machen, ist ja zu viel Nährstoffe. Egal, mache ich schon seit Jahren. Pflanzen wachsen immer gut und da gewöhnen sich schon an die Mikroorganismen, an den Boden. Hab da schöne, kräftige Pflanzen und in der Voranzucht gar keine Probleme. Aber wer bin ich denn schon? Ich habe ja keine Ahnung. Funktioniert zwar bei mir irgendwie, aber ist ja alles Glück. Jedenfalls hatte ich an dem Nachmittag ziemlich viel Spaß mit meinem Vater im Kompost durchsieben. Da kommen wir uns ein bisschen näher, ne? Wo die Gartenarbeit und eigentlich nur die Gartenarbeit verbindet uns ein bisschen bei anderen Themen. Habe ich schon keine Lust mehr, mit ihm zu reden. Aber er hat sich extra die Woche freigenommen, weil schönes Wetter ist. Im September nach der Scheißwoche. Er hat sich freigenommen, um im Garten was zu machen. Loblich. Er nimmt sich frei für den Garten. Sein ganzes Leben so groß geworden, also der hat Spaß an dem Garten. Es darf halt nur nicht zur Sklavenarbeit hingehen und sowas. Oder ihm angedroht werden, ins Gulag eingesperrt zu werden. Dann ist alles wieder was Tragisches und richtig Nerviges eigentlich, was einem schon zur Weißglut bringen könnte. War im Schrebergarten, Maulbeere ist irgendwie zur Seite umgekippt, dachte mir, okay, das ist jetzt wegen den Stürmen und den Winden gewesen. War es dann irgendwie nicht. Mit richtig viel Kraft und Schweiß habe ich dann den Baum wieder in seine Position zurückgehoben. Ich meine natürlich, mit dem kleinen Finger habe ich den Baum zurückgehoben, denn ich bin ja ein richtiger Mann. Mit kleinen Finger. Und das mit links, als Rechtshänder. Als ich dann den Baum wieder zurückgestellt habe, habe ich dann gemerkt, dass sich dann ein Tier, wahrscheinlich eine Wühlmaus, da reingegraben hat und nicht die Hauptwurzel angekommen hat, sondern ein bisschen vom Stamm und sowas so ein Loch in den Baum reingebohrt hat. Schaut ein bisschen komisch aus. Zum Glück ein Baum nicht komplett durchgenagt, aber muss ich ein bisschen aufpassen. Habe da jetzt ein paar Steine reingelückt und zum Fixieren auch erstmal die Steine hängen gelassen und werde mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen mit dem Baum ausschaut. Die Blätter schauen jetzt nicht so wunderbar aus. Eine geile Maulbeere. 5 Jahre Arbeit. Wenn die jetzt drauf geht, Alter, ich werde diese Wühlmaus dann suchen, jagen und vernichten. Liebevoll, artgerecht werde ich sie töten.
Nein, nein, ich lasse sie töten. Von der Eule. Oder vom Habicht. Ich wasche ja meine Hände in Unschuld. Höchstens in Humuserde. Aber sonst immer in Unschuld. Machst du auch deine eigene Erde in Form von Kompost, Bokashi oder auch eine Wurmkiste? Schreib es noch gerne unten in die Kommentare. Machst du auch deinen eigenen supergeilen Dünger in Form von effektiven Mikroorganismen? Kannst du das überhaupt? Gerne unten alles reinschreiben. Und ich hoffe, bei euch im Garten läuft es. Anstrengendes Jahr dieses Jahr. Schnecken, kühle Wetter, Überschwemmung, Mehltau. Kann schon für viele frustrierend sein. Bei mir läuft es immer noch gut. Zum Glück läuft es. Sehr viel Engagement läuft da rein, dass ich immer noch gut ernten kann. Da wird es dann auch noch im November wieder ein Video geben, wo ich das so zusammenfasse. Könnt ihr euch auch schon mal darauf freuen. Aber jedenfalls entlasse ich euch in das schöne Wetter. Genießt den blauen Himmel. Genießt das schöne Wetter. Es ist schön warm. Frische Luft. Natur. Bevor es dann zur kalten Jahreszeit kommt.